Wir häkeln heute einen Sommertop. Für diesen Top habe ich Relana Cotton Soft verwendet. Das sind Baumwollgarne, 45% Baumwolle, Lauflinie 50 Gramm 150 Meter und ich verwende Haken Nummer 3 bis 4. Wir richten jetzt die Maschen aus für unsere Gesamtbreite. Ich habe ein Probestück aus 20 Maschen gehäkelt und das ist bei mir 13 cm breit. Ich brauche aber insgesamt für die Größe SXS 47 cm breit. Also wir müssen die Maschenanzahl ausrechnen. Das heißt, wir rechnen 20 mal 47 und teilen das Ganze durch 13. Das sind dann insgesamt 72 Maschen. So in etwa schaut der Zuschnitt für diesen Top aus und ich schlage für meine Größe, also 70 Maschen plus eine Masche. Die Anzahl an Maschen soll gerade sein plus eine Masche. Ihr könnt ruhig ein paar Maschen mehr anschlagen und wenn ihr die gewünschte Maschenanzahl erreicht habt, die restlichen Luftmaschen kann man wieder aufmachen. Also ich zeige alles in Kleinformat. Also ihr habt jetzt 71 oder mehr Maschen für eure Größe angeschlagen. Dann drei Luftmaschen noch dazu. Und wir stechen in die sechste Luftmasche ein und häkeln da ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche unten überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine unten überspringen, ein Stäbchen häkeln. Und so die Reihe zu Ende häkeln. Also jetzt habe ich die Reihe zu Ende gehäkelt und ich mache immer so, dass ich ein paar Luftmaschen immer mehr anschlage. Und wenn die zu viel sind, mache ich einfach von der Seite wieder auf. So, ich mache die letzte noch häkeln und dann passt es. Genau, das ist die erste Reihe. Die zweite Reihe beginnen wir mit 4 Luftmaschen. Wenden das Ganze und häkeln hier in das erste Stäbchen. Und in das zweite ein Stäbchen. Und dann häkeln wir in jede Masche der Vorrunde Stäbchen, auch in die Luftmasche. So schaut es aus. So die Runde, die Reihe zu Ende häkeln. So, am Ende der Reihe, in das letzte Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und nochmal in diese Luftmaschen häkle ich ein Stäbchen. So, nächste Reihe beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze und in das erste Stäbchen und in das zweite häkle ich ein Stäbchen. Und dann wieder in jede Masche der Vorrunde Stäbchen häkeln. So, und am Ende der Reihe häkeln wir wieder eine Luftmasche und in diese Luftmaschen ein Stäbchen.
So, also wir haben hier diesen Rand gelocht und hier unten ist das bei uns gelocht. Und auf diese Weise häkeln wir die komplette Länge von diesem Top, also bis zum Armausschnitt. Dieses Stück häkeln wir nach dem Muster. So, jetzt zeige ich euch gleich, wie man Armausschnitte arbeitet. Also ich habe für diesen Top so einen Pulle zur Hilfe genommen und habe diesen Top in der gleichen Breite und Länge gearbeitet. Und jetzt die Armausschnitte. Also ich habe hier den Ausschnitt von Arm von meinem Pulle und wie man sieht, habe ich von dem Top Armausschnitt etwas größer gearbeitet. Also nicht so klein wie hier, sondern also das hat so ungefähr den gleichen Abstand. Das sind vielleicht so 4 cm. Es wäre ganz gut, dass ihr das zur Hilfe auch nehmt und dann schaut, ob die Maschenzunahme zu eurer Größe passt. Ich meine Maschenabnahme natürlich hier. Also ich habe jetzt noch ein paar Reihen gehäkelt. Das wäre das Vorderteil, die gesamte Länge. Jetzt zeige ich euch, wie man die Armausschnitte arbeitet. Also ich fange die Reihe ganz normal mit 4 Luftmaschen an und häkle in die erste Masche ein Stäbchen. In das zweite Stäbchen häkle ich auch ein Stäbchen. Und jetzt häkle zwei Maschen zusammen. Also wie für ein Stäbchen fange ich an, Umschlagmasche holen, die ersten zwei Maschen durch. Jetzt hole ich noch einen Umschlag und gehe in die zweite Masche rein, hole die Masche, häkle die ersten zwei Maschen durch. Jetzt habe ich drei Maschen auf dem Haken, alle drei häkle ich durch. Jetzt haben wir eine Masche oder ein Stäbchen abgenommen. Jetzt machen wir das gleiche auch hier, also nochmal eine Masche abnehmen, Masche holen, die ersten zwei Maschen durch, Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Masche holen, die ersten zwei Maschen durch. Alle drei Maschen durchhäkeln. Jetzt haben wir insgesamt zwei Maschen abgenommen. Jetzt häkeln wir ganz normal wieder in jedes Stäbchen. Ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe machen wir für die andere Seite, für den anderen Armausschnitt auch die Maschen abnehmen. Also am Ende der Reihe, wenn 6 Stäbchen übrig bleiben, machen wir wieder Maschenabnahme. Genau das gleiche. Also die ersten zwei Stäbchen, die zweiten zwei Stäbchen. Genauso Maschen abnehmen. Und die letzten zwei Stäbchen häkeln wir ganz normal, ohne Maschenabnahme. Also jetzt haben wir hier auch zwei Stäbchen abgenommen. Das haben wir an den ersten 4 Maschen gemacht und die letzten zwei Stäbchen haben wir ganz normal gehäkelt. Jetzt wieder eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, auf die gleiche Art und Weise, das heißt in den anderen 5 Reihen, für meine Größe ist das, für Größe S, gehe ich genauso vor. Also ich häkle die ersten zwei Stäbchen ganz normal und dann nehme ich zwei Stäbchen ab. Für andere Größen müsst ihr halt einen Pullover dazu nehmen und schauen, ob diese Maschenabnahme auch dann zu euren Größe passt. Das heißt, dass man für größere Größen, zum Beispiel vielleicht für 38, Größe 38, noch eine Reihe dazu nimmt. Das heißt, man nimmt an 7 Reihen immer 2 Stäbchen ab.
Also ich habe hier insgesamt 6 Reihen dieser Maschenabnahme gemacht. Und jetzt, wenn wir mit der Abnahme fertig sind, häkeln wir ganz normal in Reihen ohne Abnahme weitere 6 Reihen. Für andere Größe braucht ihr natürlich mehr Reihen. Bis zu dieser Reihe häkeln wir und dann zeige ich weiter. Also wir häkeln jetzt den Halsausschnitt und dann fängt bei uns auch sofort hier die Schultern an. Und man sieht es, also ich habe hier zwischen diesen beiden Teilen habe ich 8 Stäbchen für die Schultern. Also machen wir jetzt Folgendes. Ich fange ganz normal mit 4 Luftmaschen an und häkle das erste Stäbchen und die weiteren 7 Stäbchen. Also insgesamt 8 Stäbchen, dann eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen. So schaut das Ganze aus. Also wir häkeln jetzt praktisch diese Reihe, da wo unser Hals ausschnitten ist. So, das häkeln wir bis zu der anderen Seite. Auf der Seite lassen wir 8 Stäbchen auch für Schultern frei und häkeln bis dahin unsere Maschen, wo wir eine Luftmasche und ein Stäbchen. Also wie gesagt, hier habe ich jetzt 8 Stäbchen gehäkelt am Ende der Reihe und dann auch da eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und jetzt häkeln wir ab da nur noch diese Schulterseite, wieder mit 4 Luftmaschen beginnen. In das erste Stäbchen ein Stäbchen, dann weitere 7 Stäbchen arbeiten. Und dann häkeln wir eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, jetzt fangen wir mit 4 Luftmaschen an, wenden das Ganze und häkeln hier ganz normal in Reihen nach Muster. So schaut das aus. Also ich habe jetzt für Vorderteil für Größe S 1, 2, 3, 4, 5 Reihen Schultern gehäkelt. Also ich häkelt die zweite Schulternseite genauso wie hier. Also wie gesagt, für Vorderteil habe ich 5 Reihen gehäkelt und für Rückenteil habe ich 3 Reihen gehäkelt, weil der Ausschnitt ist hinten kleiner als vorne.
Also das Rückenteil häkelt ihr genauso wie das Vorderteil. Nur ich habe das Rückenteil länger gehäkelt als das Vorderteil. Das sind bei mir 1, 2, 3, 4, 5 Reihen länger als das Vorderteil. Also das heißt, ihr häkelt dieses Teil länger, bis ihr die Maschenabnahme, mit der Maschenabnahme beginnt, müssten 4 Reihen länger sein. Wenn beide Teile fertig sind, ich habe so ein kleines Stückchen auf der Seite einfach zusammengenäht. Wo ihr das genau zunäht, könnt ihr einfach beim Anprobieren auch schauen. So, bei mir ist das, wenn ich Vorderteil nehme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ab der 14. Reihe, 1, 2, 3, 4, 5 Reihen sind das. Also bei meinem Vorderteil, ich habe hier bis zur Maschenabnahme 21 Reihen gehäkelt. Dann 6 Reihen Maschenabnahme, dann bis zu der Reihe, wo wir den Halsausschnitt gehäkelt haben, habe ich 6 Reihen. Und dann ab der Reihe mit der Schulter, habe ich auch noch 6 Reihen. Und das Rückenteil, da häkelt ihr einfach mehr Reihen bis zur Maschenabnahme, 4, 5 Reihen reichen.